Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von MTG Arena. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Mono-Red-Combo oder wie auch immer man dieses Mono-Red-Phoenix-Deck nennen möchte. Wir wollen heute ein paar Ranks climben und ein bisschen Geld freispielen, dass wir uns heute noch ein richtig geiles Pack gönnen können. Ich bin in letzter Zeit wieder richtig, richtig hart in der Magic-Thematik drin gehypt, gerade auch, weil War of Sparks angemeldet wurde oder hier angeteasert wurde und ich übelst einfach gehypt bin von diesem Trailer. Wenn ihr den noch nicht angeguckt habt, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Der war insane, Leute. Der war absolut insane einfach nur. Ich habe ihn auch im Discord gepostet. Da freue ich mich einfach tierisch drauf, Leute. Dazu wird es auf jeden Fall einige Videos geben, einige Openings dazu geben. Und diese Hand finde ich relativ gut, muss ich sagen. Wir gehen auf Turn 1. End Turn. Wir spielen auf Turn 2, spielen wir den Runaway raus. Ja, das ist gut. Er spielt hier den Miscloaked Herald. Er spielt also Mono Blue Agro. Ich hoffe, wir können uns dagegen erwehren. Das ist ein bisschen ätzend, tatsächlich gegen dieses Deck zu spielen. Ist aber vollkommen fein. Wenn er jetzt hier attackt, er spielt ja tatsächlich hier die typische Draw-Kombo, die eigentlich hier mit Miscloaked Herald und The Curious, Curious Obsession relativ stark ist, weil er sich seine Hand dauerhaft wieder auffüllen kann, ihn mit jeder Attack, die er eigentlich durchbringt. Das ist halt wirklich schon eine sehr, sehr starke Sache. Gute ist, er hat momentan nichts offen, das heißt also, wir können hier sagen, hey, weißt du was, wie viel können wir denn hier casten? Wenn wir mal next gehen in Combat, sagen Attack, weil er mit 1 kann er weder bounce noch sonst irgendeinen Shit machen. Das heißt also, wir machen hier den Attack, um unsere Ability hier, unsere Spectacle Ability hier ready zu machen. Dann schießen wir diesen ätzenden Kollegen hier einfach mal ab, geben uns zum Runaway Steamkin hier mal +1/+1. Da kommt das Dive Down raus. Kann ich verstehen, ist auf jeden Fall legitim an dieser Stelle. Wir holen uns nochmal zwei Karten, die wir auch im nächsten Zug dann casten können. Das Problem ist, das schickt es ja ins Exile, gell? Das ist halt richtig, richtig eklig. Wir gehen dann hier mit auf 4, da ist der Guardish Snipe. Ich glaube tatsächlich, ich möchte den Guardish Snipe aufs Board bringen jetzt hier an diese Stelle. Aber weil wir es können, Leute. Einfach weil wir es können. Auch zusätzlich kriegt unser Runaway Steamkin halt nochmal einen kleinen Buff. Im nächsten Zug könnten wir, wenn wir wollen, würden den Phoenix spielen. Ist zwar nicht ganz optimal, aber es sollte trotzdem passen. Der macht jetzt hier auch nochmal 2 Damage. Er ist mal das gut, Leute. Es ist halt richtig nice. Ich hoffe einfach, er zieht jetzt auch durch diese eine zusätzliche Karte keinen Mana. Das wäre natürlich Optimum einfach, um weiter zu pushen, um weiter in einer übelst guten Situation zu sein. Und wir sind weiter in einer übelst guten Situation. Wir spielen das hier mal so raus. Triggern hier. Will ich, dass er ihn sagt? Ah, der Arclight Phoenix ist halt jetzt ätzend. Ja, komm, ich will, dass er ihn sagt, Leute. Der Arclight Phoenix ist halt hier übel ätzend, dass wir den da in unserem Exile drin haben. Den hätte ich gerne auf die Hand gehabt und mit Tormenting Voice halt discarded. Er sagt ihn hier tatsächlich, um diesen Spell zu counten. Steamkin geht damit auf 4. Wir schießen Damage. Wir gehen all in. Haben ja momentan keine Möglichkeit, hier über Tormenting Voice irgendwelche Action zu bringen. Und der kann das nicht aus dem Exile, gell? Nur Graveyard, ja, genau. Nur Graveyard, und das ist halt nicht so die optimalste Sache. Tormenting Voice wäre nur eine Sorcery Speed, das heißt also, wir können das Ganze jetzt hier gar nicht erst casten. Selbst wenn wir das wollen würden, wenn er jetzt sagen würde, oh mein Gott, er geht auf Doppel-Obsession hier an dieser Stelle. Okay, Draw 2 ist eine starke Sache. Draw 2 ist eine ziemlich starke Sache. Besonders er hat jetzt halt hier schon eine relativ gute Runde geklopft, aber ich glaube tatsächlich, dass seine Mana-Screwedheit ihn hier ein bisschen hart punishen würde. Er müsste jetzt einen Blocker hier hinstellen oder mir meinen Runaway Steamkin bouncen oder aber den Gutter Snipe. Und das sind alles keine so guten Möglichkeiten tatsächlich, um das Spiel irgendwie in eine gute Richtung zu bewegen. Denn man muss hier einfach mal überlegen, oh mein Gott, okay, das wollen wir discarden, oder? Ja, das wollen wir discarden, oder wollen wir das? Ja, wir wollen das discarden, Leute. Ich meine, sonst haben wir halt keinen Follow-up, wenn wir das jetzt nicht machen würden. Es kann auch sein, dass hier der Counter kommt, wäre ein bisschen ätzend, weil wir halt dann, nee, er spielt den Trickster, er flasht den Trickster rein, das ist okay. Mal gucken, er wird mir meinen Steamkin wahrscheinlich rauscountern, raustappen, dass der nicht angreifen kann, ist so aber fein. Ich meine, wir gehen auf keinen Fall mit dem Guardian Snipe hier rein. Wir wollen jetzt einfach nur hier, ja, resolved, tapped ihn. Das ist fein.
Wir schießen ihm hier ein bisschen Schaden, kriegen nochmal einen Gardermit an den Start, spielen den zweiten Gardesniper einfach mal raus. Ich meine, wir sind momentan auf 13 Leben, er steht auf 7, hat jetzt 4 Lands und hat aber halt noch eine volle Hand. Also der Miscloaked Herald in Kombination mit der Curious Obsession ist halt übel strong. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. Die Frage ist halt natürlich, ist es ausreichend? Wenn wir im nächsten Zug einen Draw-Spell ziehen würden, irgendwas, was uns Karten zieht, egal was, würde uns das wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Wir schießen 4 Schaden, 5 Schaden. 5 Schaden können dann nochmal für 4 reingehen. Dann müsst ihr jetzt noch einen Blocker rausspielen. Der wird wahrscheinlich dann den Runaway Steamkin auf jeden Fall blocken. Also ein Draw-Spell ist GG. Land. Wir spielen 18 Länder in diesem Deck, Leute. Also, dass wir da schon 5 gezogen haben, ist halt Insanity eigentlich. Dass wir da schon 5 Stück gezogen haben, ist halt einfach krank. Also, ich denke, wir haben gute Möglichkeiten, da mehr zu... Oh, no. Okay, End Turn. Ne, Moment, halt gar nicht End Turn. Nein. Okay, er hat ihn eh rausgetoppt. Okay, dann nevermind. Ne. Du bist dran. Der Maverick Trickster macht hier einen guten Job für ihn. Also der kauft ihm hier Züge, das ist halt unglaublich. Er taggt nochmal. Komm, please no land. Bitte kein Land. Oh, Tempest Djinn, das habe ich mir schon fast gedacht, dass der jetzt kommen wird, weil er kann uns ziemlich finishen, Leute. Er ist richtig eklig, er kann uns... Ach nein, warum land? Ah, oh, I hate you so much, Lance. 5, ja, es ist GG, Leute. Wir können das nicht mal blocken, wenn wir wollen würden. Ach, komm. 18 Länder und wir ziehen 2. So viel zum Thema, wir ranken hier hart ab, ey. 18 Länder und wir ziehen einfach 2 Stück hintereinander. Wir ziehen 3 Stück sogar hintereinander. Wenn ich es richtig weiß, habe ich davor auch noch ein Land gezogen. Jetzt stell ich mal vor, jegliche andere Karte wäre gut gewesen. Tormenting Wars, haben wir das Land discarded. Die ganzen One-Drops, wo wir einfach eine Karte gezogen hätten und so Dudes irgendwie Trample oder sowas gegeben hätten, wären halt alles super gut gewesen. Das keepen wir auch einfach mal. Double Warlord's Fury ist gut. Tormenting Wars ist auch sehr, sehr stark. Sieht noch eine gute Hand aus auf jeden Fall. Wir gehen Turn 1 Mountain. Ich hoffe einfach nur, dass er kein Red auch spielt, weil sonst... Man muss halt sagen, Runaway Steamkin ist halt sehr, sehr... Ah, okay, Fountain of Renewal. Runaway Steamkin ist halt sehr, sehr anfällig, gerade für so Sachen wie Shock, Lightning Strike. Jegliche Sachen, die halt irgendwo Damage drauf schießen können. Ich glaube, das ist dieses weiß-schwarze Live-Deck hier. Ja, da kommt auch die Isolated Chapel raus. Oh nein, das ist tatsächlich der... dieses andere Deck. Okay, wir könnten Tormenting Voice entweder casten oder aber wir ziehen eine zusätzliche Karte, geben ihm hier einen Buff. Da ist nämlich unser Land und mit unserem Land können wir hier sehr, sehr schöne Sachen machen, denn wir gehen weiter auf müssen ihn dafür nicht tappen, ja? Wir können ihn auch einfach so die Sachen runternehmen. Crash Through. Ziehe eine zusätzliche Karte. Oh, da ist der Arclight Phoenix. Übel nice. Warlord's Fury. Combat. Attack. 4 Damage Phase. Hier wollen wir auf jeden Fall anhalten. Ich habe in letzter Zeit immer so übelste Panik, dass dieses Spiel einfach weiter zappt. Ich muss irgendwann mal dieses Ding anmachen, dass wir hier dann nicht immer diese krassen Probleme haben. Gutter Snipe. Resolved. Gut. Damit haben wir einen Gutter Snipe auf dem Board. Und einen Steamkin auf 2. Wir haben im nächsten Zug 3 Mana, das heißt also, wir können dann... Oh, gut, okay, die kosten ja keine 3 Mana. Wir können dann hier Tormenting... Oh nein, kommt der Kaya's... Ne, Kaya's Rift kostet 4, gell? Aber Mortify kommt. Okay, er möchte die Combo hier auf jeden Fall wegnehmen. Das kann ich gut verstehen, weil das einfach super, super stark ist. Gut, das ist jetzt nicht so problematisch. Das ist angenehm, actually. Tormenting Voice. Discard him. 2 Damage Phase, Screw ist aktiv. Spiel nochmal Land raus.
Es ist halt jetzt ein bisschen ätzend, dass er mir meine Dinge weggenommen hat. Ich hätte hier wahrscheinlich auch einfach komplett face gehen können, hätte ich das gewollt. Ist aber so fein. Wir haben noch einen Screw ready. Wir haben im nächsten Zug einen Gardasnipe. Er kriegt wieder ein Leben dazu. Ja, wir hätten ihn wahrscheinlich hier face gehen sollen. Der 2-1er ist jetzt nicht so problematisch, außer dass er uns instant im gegnerischen Zug halt mehr oder minder denied. Wow. Das war ein greedy Draw, Leute. Ich glaube, er hat keine Lands, oder? Ich glaube, er hat keine Lands. Oh mein Gott, er hat halt echt keine Lands. Ah, es ist so traurig einfach nur manchmal für ihn. Gardasnipe. Will ich Face schocken? Er hat keine Möglichkeit, sich zu healen, außer durch ihn. Next. Next. All Attack. Machen ihm jetzt hier Damage. Auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass er blockt. Next. Wir machen ihn weg. Ich will nicht, dass es sich irgendwie Damage hier, dass es sich hier irgendwie Leben generiert. Wir haben im nächsten Zug noch genug Möglichkeiten. Good game. Screw oder sowas hier rauszubringen. Ja, und so hätte das eigentlich auf Fulm funktionieren sollen. Aber nein, wir haben ja nur Lands gezogen. It's all about the Lands. Nice, okay, 250 Tacken. Noch ein Game gewinnen und wir können ein Pack öffnen. Da habe ich Bock drauf, Leute. Ich glaube gar nicht, wie sehr mich der Trailer für War of Spark aufgewühlt hat, möchte ich einfach mal sagen. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass Liliana ja mein Lieblingscharakter eigentlich ist, so im kompletten MTG-Universum. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es übel sad. Also nicht nur sad, sondern wirklich schlimm, dass sie jetzt wohl scheinbar von uns geht. Muss man einfach mal sagen. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler-Alert. Das sind natürlich alles nur Vermutungen, die ich hier jetzt aus dem Trailer schließe. Wer den Trailer noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Er ist auf jeden Fall online. Wir spielen gegen Guild Gates. Könnte ein bisschen annoying werden, aber wir dürften eigentlich schneller sein als dieses Deck. Wer den Trailer noch nicht gesehen hat, sollte sich ihn auf jeden Fall angucken. Er ist absolut gut. Also sowas für ein Kartenspiel. Ich meine, ihr wisst, ich bin langjähriger Hearthstone-Spieler und meiner Meinung nach hat Hearthstone noch nie so einen guten Trailer hingekriegt, wie jetzt Wizards mit diesem Meisterwerk, möchte ich einfach mal sagen. Und dann noch die musikalische Untermalung. Ah, oh, es ist so amazing. Spectacular. Wir schießen ihm halt einfach den Damage, Leute. Und da ist Tormenting Voice. Sehr schön. Im nächsten Zug kommt also Tormenting Voice. Wir haben 3 Mana. Tormenting Voice. Crash through. Und dann geht's ab, Leute. Dann geht's einfach hart ab. Selbst wenn er mein Electrostatic Field vom Board bringen könnte, würde ich trotzdem wahrscheinlich den Arclight Phoenix im nächsten Zug rausbringen können. Ist also alles cool. Da kommt das Guild Summit. Er zieht jetzt 3 Karten, gell? When enters the battlefield. Ah ne, er zieht eine Karte, sorry. Das war ein Fail von mir. Aber wir schaffen sogar so, ihn auszubringen. Wir casten das auf den Phoenix. Discarden den Phoenix. Schießen hier Damage. Ziehen 2 Lands nach. Warum immer Lands? Ah, das ist ja fast schon annoying, diese... Willst du mich verarschen? Diese Land-Situation ist ja fast schon annoying. Ja, wir gehen hier auf Screwface. Auch wenn es echt hart ist, dieser Damage, den wir damit rauspushen können, ist halt übel krank. Einfach nur All Attack, Attack, 3. Und er ist auf 8 unten. Wir haben auf der Hand, wenn wir jetzt Electrostatic Field einfach mal sagen, behalten wir auf der Hand, haben wir hier 2, 3, 3 und 4 sind allein schon 7. Das heißt, wenn der Arclight Phoenix nochmal vorbeifliegt, dann ist es halt, das ist GG, Leute. Dann ist es einfach GG, wenn der nochmal vorbeifliegt. Das streift so mit seinen Federn so. Richtig stylisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass der Arclight Phoenix, er ist halt eine übelst starke Mythic. Hat aber, ist glaube ich aber eine mit der wenigen 5. Reicht es perfekt? Es reicht perfekt, Leute. Wir gehen erstmal Attack. Wir gehen erstmal in den Attack Step. Attacken hier. Okay, fine. Dann machen wir nämlich so. Discarden das. Schießen ein Damage. Oh, Crash Through. Schießen ihm 3 Damage. Oh ne, es ist schon lethal. Never mind, Leute. Okay, sorry. Es war ein bisschen zu schnell tatsächlich als gedacht. Wie kann man mit einem Deck, das 18 Länder hat, 1 Million Länder ziehen? Also, es ist halt. Es ist halt krass, Leute. Es ist so viel Länder, wie ich jetzt in letzter Zeit
mit diesem Deck gezogen habe. Das macht mich echt fertig. 18 Lands sind hier drin. 18. Und wir ziehen eine Milliarde. Eieiei. Okay, wir können es ja schaffen, auf den Silberrang zu kommen am Anfang dieses Monats. Spielen aber halt auch wirklich ein gutes Deck eigentlich. Kein Combo-Piece. Ist halt immer schwierig, sowas zu halten eigentlich. Ich glaube, wir maligen einmal. Oh, das ist halt... Okay, wir keepen. Ich weiß, es ist greedy as hell, aber wir können cyclen und das macht das Ganze halt um einiges. Oh nein, ich spiele auch Red. Okay, da wäre es eh gut. Ich weiß nicht, ob das gut gewesen wäre. Wir werden es sehen. Was ist besser, First Strike oder Trample? Eindeutig First Strike erstmal, wenn wir wirklich hier ein Mirror Matchup haben, um den Arclight Phoenix da reinzuzwängen. Oh mein Gott, wir haben keine Lands. Diese 1 Million Lands, die wir letztes Mal gezogen haben, die kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr. Will er uns schocken? Ich könnte es mir gut vorstellen. Dass er halt Mono Red spielt. Weil Mono Red ist halt... Es gibt zwei Varianten, dieses Deck tatsächlich zu spielen. Einmal die Variante, die ich spiele. Mono Red, Arclight, Combo, Steamkin. Es gibt ultra viele Namen dafür. Oder aber Mono Red, Aggro, Pure Face Damage, nervt dich des Todes Deck. Und das ist wahrscheinlich das, was wir hier sehen. Denn er spielt nämlich den... Oh mein Gott, it's a land. Er spielt nämlich den Pyromancer und der ist... Asi. Es ist sehr, sehr greedy, das hier zu machen. Aber ich glaube tatsächlich... Ne, wir werden das nicht tun. Schocken ihn. Ziehen noch eine Karte nach. Ich möchte, dass er hier so viel wie möglich erstmal... Oh mein Goodness, was war das denn? Dass er so viel wie möglich erstmal rausspielt. Und scheinbar hat er nicht die richtigen Karten, um hier ham zu gehen. Ich denke, er wird ihn jetzt hier schocken oder Lightning striken oder sonst irgendwas. Er spielt tatsächlich den Schock. Aber das ist halt genau die Sache, die wir eigentlich wollen. Dass er jetzt sagt, hey, ich zerstöre dir dein Board. Und das ist halt gut für uns einfach nur, weil... Damit bekommt er halt immer weniger Sachen mit an den Start. Okay, wir werden jetzt nochmal den Shock of Face richten. Denn wir können doppel Light Up the Stage machen. Obwohl, wir werden erstmal einmal Light Up the Stage machen. In der Hoffnung, einen Land zu bekommen. Oh, it's again Light Up the Stage. Wir ziehen noch eine Karte. Also eine normale Karte. Wir können im nächsten Zug immer noch Light Up the Stage hier. Oh, really? Okay, End Turn. Es kann natürlich sein, dass sie hier jetzt halt hart Face geht mit irgendwelchen Spells. Alternativ hebt er sich vielleicht seinen Burn auf. Ich weiß es nicht, wie er das jetzt hier vorhat. Wir wollen auf jeden Fall auf den Steamkin gehen. Er spielt nochmal den Pyromancer. Das sind schon mal zwei, die weg sind. Meine Combo, die ich jetzt hier halt gerade machen möchte, ist halt eigentlich... Es ist halt schwierig, ehrlich gesagt. Oh, er hat Squirrel auch direkt mit dabei. Ich möchte ihn hier dazu bringen, dass er ihn fokust. Ich weiß, ich hätte leider auf der Stage casten müssen, aber ohne Spectacle lohnt sich diese Karte halt einfach nicht wirklich zu casten. Da kommt der Lightning Strike. Das ist gut, Leute. Er muss hier meine Sachen rausfokussen. Oh mein Gott, er hat auch den Firebrand mit am Start. Das ist halt Damage Push ohne Ende, was er hier jetzt spielt. Und wir haben aber nochmal das Land. Das ist sehr, sehr gut. Man ist so light up in the stage, ohne irgendwas zu machen, was übel traurig ist. Nochmal Land und Tormenting. Okay, vielleicht können wir jetzt was machen, Leute. Ich bin ready. Ich bin sowas von ready. Bitte kannst du ihn nicht zerstören. Komm. Kein Schock. Aber wir müssen ja immerhin das so sehen, Leute. Das ist immer noch eine Chance. Ach komm, nochmal Land.
1. Wir können kein Face Damage anrichten. Land. Risk Factor Face. Das Problem ist, wenn er uns jetzt, wenn er jetzt wirklich smart ist, lässt er uns Karten ziehen. Okay, er ist nicht smart, das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Weil damit kriegen wir nämlich beide unsere Arclight Phoenix wieder in den Start und können damit blocken. Puh. Vielleicht können wir hier noch sogar noch was richten, Leute. Vielleicht können wir hier noch was richten mit unseren Arclight Phoenix. Das war halt wirklich wichtig. Hätte er jetzt wirklich mitgedacht, hätte er uns Karten ziehen lassen, weil wir nur noch einen Mana hätten. Mit diesem einen Mana hätten wir nicht viel machen können. Okay, er kann sich jetzt immer die Top Card seiner Library angucken und die casten. Oh mein Gott, das sieht aber gut aus, Leute. Das sieht aber sehr, sehr gut aus. Wir sagen also Mountain. Electrostatic Field. Das ist halt ein guter Defender. Das heißt also, er kann hier theoretisch. Da haben wir noch zwei Mana übrig. Das ist also nicht ausreichend. Wir gehen hier lieber für den Risk Factor. Discarden den Mountain. Ich meine, theoretisch, wenn er jetzt rechnen würde, ein Lightning Strike auf der Hand würde ausreichen, um ihn zu töten. Aber wir haben den Lightning Strike leider nicht. Wir haben den Lightning Strike halt leider nicht. Oh Gott, das Snipe, warum kannst du kein Lightning Strike sein? Keine Attacks. Wir können es uns nicht leisten, Leute, hier Face zu gehen. Ah, oh, shit. Die Problematik, die ich jetzt hier halt einfach sehe, ist einfach, dass er halt jetzt über seinen Experimental Frenzy halt uns zu Tode casten kann, wahrscheinlich. Er kann. Gibt's your Lava Runner. Ja, dann war's gut, dass wir nicht eingegriffen haben. Kann er immer das? You may look at the top card of your library. You may play the top card of your library at any time. Nee, natürlich nicht at any time. You can play cards from your hand. Okay, actually sind wir jetzt momentan noch in einer ganz okayen Position, möchte ich sagen. Er hat einen Schock gefunden. Er muss natürlich aufpassen. Oh nein, was? Oh nein, er hat Wizards Lightning on top gehabt. Oh, das ist ein GG. Oh, fuck me, hey. Das ist ein GG. Schade. Mono Red Aggro, immer noch das größte, ätzendste Deck einfach der Welt. Oh, mir fallen keine Worte dafür ein, die jetzt nicht beleidigend sind gegen Mono Red Aggro Spieler. Es ist halt traurig einfach nur. Egal, 750 Tacken nochmal hier auf den Tash. Ja, schade, Leute. Egal, wir kaufen uns jetzt hier wunderschön nochmal ein Pack. Können dieses dann öffnen. Und dann gibt es in der nächsten Folge wohl nochmal 2 an der Zahl. Wir werden auch in den kommenden Folgen ein bisschen was Jankieres wieder spielen. Also, Immolation Shaman. Den habe ich auch tatsächlich das öfteren schon gesehen. Aber noch nie irgendwo spielen können. Ja, wenn wir hier diese wunderschöne goldene Rare Wildcard haben, wird es ein neues Deck geben. Und zwar habe ich mir da etwas vorbereitet. Dabei handelt es sich um was sehr, sehr Lustiges, und zwar Deep Root Phoenix. Also, ihr werdet es kennenlernen, ist auf jeden Fall witzig. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem neuen Full Art Prinzip von Wizards haltet. Und vor allen Dingen, was mir auch noch sehr, sehr wichtig ist, schreibt mir, was ihr von dem Trailer oder insgesamt dem neuen Set War of Spark haltet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.